Hallo Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie ihr mehr aus euren Standschablonen rausholen könnt und was wir damit machen, dann bleibt dran. So, Standschablonen sind ja meistens nicht ganz günstig und deswegen habe ich mir verschiedene Wege überlegt, wie man die einsetzen kann und die zeige ich euch heute. So, als erstes prägen wir mit den Standschablonen. Ich würde euch immer raten, dass ihr euch die Anleitung von eurer Stanzmaschine dazu hernehmt. Da ist es nämlich in der Regel genau beschrieben. Es ist vermutlich bei jeder Stanzmaschine ein bisschen anders. Was alle benötigen, ist so eine Silikonmatte. Da könnt ihr auch eine Backmatte nehmen, wenn ihr nichts anderes habt. Bei mir war die mit dabei, aber die kann man auch dazu kaufen. Ich verlinke euch mal unten in der Infobox. Und dann habe ich jetzt hier grundsätzlich den Aufbau, wenn ich stanzen wollen würde. Ich habe jetzt hier die Schneidefläche nach oben, dann den Karzler und dann kommt diese Prägematte. Und zwar verhindert die, dass da Druck ausgeübt wird und dadurch wird es nur geprägt. Und wenn ihr das Ganze dann aus der Stanzmaschine holt, dann habt ihr hier eine wahnsinnig tolle Prägung. Und das funktioniert auch mit so filigranen Standschablonen sehr, sehr gut. Dann können wir uns daraus auch Schablonen machen. Da schnappt ihr euch am besten ein Stück Restpapier, das nicht zu dick ist. Und dann stanzen wir das einfach aus. Am besten nicht ganz an den Rand, dann habt ihr hier gleich noch ja, so quasi als Schablone so eine Abdeckung, wenn ihr da einen Rand lassen wollt auf der Karte. So, ich habe das jetzt dreimal durchgekurbelt und habe mir damit jetzt eine schöne Schablone erstellt. Und damit arbeiten wir jetzt. Und diese beiden Karten sind mit der Schablonentechnik entstanden. Hier hätte man jetzt zum Beispiel auch noch einen ausgestanzten Schmetterling oben drüber kleben können, aber ich fand das Fischergebnis jetzt so schön, dass ich es so gelassen habe. Und was man noch mit Tanzschablonen machen kann, ist Stempel. Und zwar habe ich hier so eine Moosgummiplatte, die habe ich mir online bestellt. Die kriegt ihr vermutlich in jedem Bastelladen. Sie sollte etwa 2 mm dick sein und daraus stanzen wir jetzt einfach was aus. Wichtig ist dabei aber, dass ihr das Sandwich nur einmal durchkurbelt. Also nicht vor und zurück, sondern wirklich nur einmal durchkurbeln. Denn das Moosgummi wird zusammengedrückt und geht dann wieder auf. Und wenn ihr das quasi wieder zurückschiebt, dann stanzt ihr das so versetzt nochmal. Also dann, wenn ihr ein schönes Stanzergebnis haben wollt, einfach nur einmal durchlassen. So, ich habe mir jetzt noch ein zusätzliches Stück Kartstock mit eingelegt, auch weil die sehr filigran sind, die Standschablonen. Die ließen sich jetzt aber super auslösen. Ich musste nur hier unten bei den Blattenden, da musste ich ein bisschen mit der Schere nachhelfen, aber die sind halt wirklich sehr, sehr filigran. Es hat sogar diese Blattadern mit eingedrückt. Ich hoffe, dass die auch mit abstempeln. Wenn nicht, kann man sich auch selber mit so einem Dotting-Tool, also so einem Falzwerkzeug, einfach hier so Linien einziehen. Aber ich versuche jetzt mal, ob das schon reicht mit den eingeprägten Linien. Und das lasse ich auch drin und versuche das so mit abzustempeln. Ich habe mir jetzt hier von meiner Tochter die alten Bauklötze geschnappt. Dann kann ich mir nämlich die hier aufbringen und immer wieder verwenden. Ihr könnt natürlich aber auch hinten Klebeband aufbringen oder so ablösbares Klebeband und die dann zum Beispiel auf eure Acrylblöcke kleben oder auch in die Stempelhilfe. Da ich jetzt die sowieso übrig habe und die auch gern öfters benutzen würde,
klebe ich die mir jetzt einfach hier drauf. Ich guck mal, ob das hier mit dem Flüssigkleber klappt. Das ist ja der von VBS und der klebt angeblich auch Holz. Deswegen müsste es funktionieren. Lasse ich es ein bisschen antrocknen. In der Zwischenzeit können wir schon mal unseren Schmetterling ausprobieren. Ich bringe mir jetzt hier auf die Rückseite doppelseitiges Klebeband auf. Wenn ihr so einen großen Acrylblock habt, könnt ihr natürlich auch einen Acrylblock nehmen, aber ja, ich habe irgendwo so einen großen, aber zu große Zahlen stempel ich ja sowieso lieber mit Stempelhilfe. Also kleben wir das jetzt mal so in die Stempelhilfe rein. Das Klebeband lässt sich dann ja auch wieder ablösen. So, und dann bringe ich mir das hier so an. So, der Kleber ist jetzt getrocknet. Jetzt probieren wir das mal aus. So, hier seht ihr nochmal die Karten, die ich gemacht habe. Wir haben einmal geprägt, uns selber Schablonen erstellt und uns selber Stempel gemacht und das alles mit unseren Standschablonen und haben dadurch viel mehr Möglichkeiten, die einzusetzen. Und ihr seht, es funktioniert mit beiden, egal ob die jetzt so ausgefüllt sind, die Standschablonen und so ein quasi komplettes Motiv ausstanzen oder ob das hier so Aussparungen hat. Es funktioniert beides. Probiert es gerne aus, schreibt mir bitte in die Kommentare, welche Karte euch am besten gefällt. Und wenn es euch gefallen hat, den Daumen nicht vergessen und ein kostenloses Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen. Tschüss!